Be careful. This pass is heavily guarded. Fire! We must destroy the Chinese base, General. These armored toxin tractors have been modified to carry our bioweapon into battle. Free our imprisoned brothers. Okay. The Chinese are not afraid to attack our forces with everything they have. Watch out for their dragon tanks. Okay, sie werden uns versuchen, mit Flammenpanzern auszuräuchern. Wir sollen das Chemielager einnehmen, um selbst wieder Toxintraktoren produzieren zu können. Na, dann wollen wir das mal machen. Wir brauchen erstmal ein paar Stingerstellungen, würde ich sagen. Top, die Wette gilt. Werde ich diese Mission bei dem ersten Versuch erfolgreich bezwingen oder werden wir niedergerungen? Wir werden es jetzt herausfinden. Setztweise eure Erfahrungspunkte auf Twitch. Salut, Rekrut. General Ricky tritt an. Stingerstellung. Wir breiten uns schon noch so ein bisschen aus. Ich denke, hier wäre ganz klug. Dann bauen wir hier oben noch eine Stingerstellung hin. Hier so. Den Turm können wir einnehmen. Gut, da gehen wir nach oben nicht so weit hoch. Dann machen wir das als Ergänzung. Und setzen gleich mal einen RPG-Trupp hier rein in das Türmchen. Oh ja, das ist sehr gut. Und hier kommt noch eine Stingerstellung hin und natürlich auch noch ein Tunnelsystem. Brauchen noch einen zweiten Sammeltrag. Hier unten haben wir 28.000 Mineralien. Okay. Und das Tunnelsystem stellen wir... Ah, es hat ein bisschen weniger Reichweite. Stellen wir mal so hin. Okay. Jetzt geht's los. Sie kommen. Sie greifen an. Sie werden frech. Hier oben haben wir eine Öli, die sollten wir einnehmen. Das wäre ganz, ganz wichtig. Und da würde ich sagen, wir versuchen unseren Stützpunkt direkt nach oben zu expandieren. Kommt sich erstmal wieder reparieren. Du sammelst hier mit. Wir fahren mal mit unseren Skorpionen nach oben. Ein richtig schöner Sandsturm tobt hier, gefällt mir extremst gut. Komplette den mal. Und? Komm schon. Und? Okay, hier oben ist dicht. Hier haben wir auch eine Klippe. Also theoretisch müssen wir hier dicht machen. Okay. Jo, jetzt kommen sie. Und Angriff. Den Gatling-Panzer snacken wir natürlich raus und zwar zum Frühstück. Schuhe kriegst du später. Ich nehme dir welche, kein Problem. Wir holen erstmal ein paar Skorpionpanzer raus. Dann natürlich einen Radarwagen und ein paar Raketenmänner. Und Kommandozentrale hochziehen. Sehr gut, dann können wir schon mal unsere Stingerstellung vorbereiten. Ah, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Wir brauchen doch eigentlich gar keine Kommandozentrale. Doch, brauchen wir. Weil das Grüne unser Bauradius ist und ich möchte gerne hier oben bauen. Aber wir können auch außerhalb unseres Bauradius bauen. Wir sind GBA, klappt doch. Ist doch möglich. Und dann können wir die eigentlich abbrechen. Können wir nicht mehr abbrechen? Nee, können wir nicht abbrechen. Okay. Und von hier oben bekommen sie immer Verstärkungen, alles klar.
brauchen erstmal einen Ingenieur. Ja, das ist gut. Hier machen wir direkt dicht. Dann können wir nämlich in Ruhe sammeln, abgrasen. Und unser Ingi geht direkt in die Öli rein. Fantastico. Radar haben wir. Was haben wir denn hier Leckeres? Ein Propagandaturm, ein paar Battlemaster, noch ein Propagandaturm. Mhm. Oh ja, hier wird also Propaganda betrieben. Gegen General Ricky, was sonst? Man kennt's. Okay. Boah, guck mal, wie schick das alles designt ist. Boah, mega. Soni, meine Wundervolle. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön, dass du das... Stimmt, Dankeschön an Zauberfee für das Geschenk-Abo. Vielen, vielen Dank, Soni, dass du verlängerst, dass du hier sagst, yo, Ricky, mein Süßer, ich bin am Start. Liebe geht raus. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ausrufezeichen Hype und Liebe bitte in den Chat. Richie, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. Bleib gesund. Wir sehen uns. Wenn du Bock hast, morgen 19 Uhr. Okay, hier ziehen wir noch ein Tunnelsystem hoch. Oder zwei, was soll der Geiz? Und dann können wir eigentlich schon mit unserer Armee losziehen. Sieht echt solide aus, was wir hier haben. Komm, die nehmen wir raus. Ja, man merkt, dass das erst die zweite GBA-Mission ist. Die ist noch nicht so knackig. Aber ich bin mir sicher, dass das am Ende unglaublich heftig wird. Was wir da schon bei der China-Kampagne erlebt haben, das ist ja jenseits von Gut und Böse. Das war ja wirklich der Knüller. Ja, hier oben machen wir noch dicht. So, das passt. Wackelt und hat Luft. Soni, wie geht's denn dir und deinem Mann? Alles in Ordnung bei euch? Alles im grünen Bereich? Gesund und munter? Wir gehen runter und zwar mit Skorpionen. Los geht's. Propagandaturm 1 wird rausgenommen. Nummer 2. Rausgenommen. Und alle guten Dinge sind bekanntlich. 3. Okay, jetzt sollen wir die Zivilisten in der Stadt unterstützen. Jetzt kommt hier erstmal Verstärkung. Werden wir aber lachend ab, gar kein Problem für uns. Brauchen ein paar Jeeps. Porte mal hier oben ein bisschen. Oh, Helixer. Oh, wir brauchen Anti-Air. Wir brauchen ganz schnell ein paar Vierlinge. Sauber. Rein in die Stadt. Die machen wir jetzt sauber. Genauso wie die Vierlinge, die Helixe so richtig schön poliert haben, werden wir jetzt den Rest von China mal richtig auf Hochglanz bringen. Und so eine Hochglanzpolitur ist nicht das günstigste. Das sage ich euch, das sind die gefürchteten Drachenpanzer. Die Stadt nehmen wir ein, los. Helix von rechts, Vierlinge rüber, supportet. Sehr gut. Und vorrücken. Kohle haben wir brauchen Verstärkung.
Und Angriff. Die Raketenmänner müssen hier auch ein paar Gebäude einnehmen. Oh, wir haben nichts, um die Bude leer zu machen. Guckt euch das mal an, wie viel Damage die macht. Boah, die snacken unsere Armee raus. Heieieiei. Okay. Ich habe schon einen Schlachtplan, falls das nochmal passieren sollte. Weiß schon, wie wir da vorgehen. Wir haben nämlich noch keine Toxintraktoren. Die sollten wir uns vorher mal holen. Oh, die sind ja hier oben drin, stimmt. Die sind ja hier oben. Ah, die holen wir uns, keine Sorge. Ich habe einen Schlachtplan. Und zwar... Na, du wieder. My horse was faster, hat er das wirklich gesagt? Okay. Wahrscheinlich ein Rennpferd zu Hause stehen. Stingerstellung stellen wir in die Stadt rein. Oh, hier unten haben wir noch ein Nachschublager. Wir rollen die mal von unten auf. Kommen wir mit rein hier. Teilen uns ein bisschen auf den Rest der Gebäude. Sehr schön. Und der Song, der hier gespielt wird, den kennen wir alle. Gänsehautmoment. Schnucki, Salut, Rekrut. Herzlich willkommen. Pardon. Salut, du hochgeschätzte Elite-Einheit. Schnucki, wie geht's denn dir? Herzlich willkommen im Livestream. Schön dich zu lesen, freue ich mich. Bike Arrow, mein Lieber, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Bleib schön gesund, pass auf dich auf, ja? Wir sehen uns. Oh, ein vollbesetzter Bunker. Kriegen wir den raus? Ja, Kinderspiel, sehr schön. Gegner kriegen Verstärkung. Ich lurk fast jeden Stream, Ricky. Hey, Schnucki, danke dir. Weiß ich sehr zu schätzen. Sehr, sehr solide. Der Flo. Hey, grüß dich, Flo, ne? Bei dir auch alles soweit schick. Sehr gut. Weg mit der Hütte, braucht niemand mehr. Helix. Altmetall. Keine Verstärkung für euch, sorry. Oh, der Bunker, der hält einiges aus. Kommt her. Ja, ich möchte unsere Toxintraktoren einnehmen. Gut. Wir holen jetzt einen Jeep. Rein da mit unseren Ingi. Wir nehmen noch ein paar Rebellen mit. Aber vorher machen wir hier unten noch richtig sauber. Komm mal hoch hier. Hey, hier steht noch eine gegnerische Kaserne am Rand. Die Hütte hier? Da muss man noch ein bisschen Micromanagement machen. Moment. Du kommst erstmal her, haust unseren Inji raus. So. Jetzt nehmen wir die Kaserne ein. Erstmal muss der Gatling raus. Our clan is strong.
Sehr schön. Kein Inji. Wow. Okay, verstanden. Rauf auf das Gebäude. Und jetzt sind sie abgelenkt. Jetzt supporten wir auch mit unseren Fahrzeugen. Evil Knievel, würde ich sagen. Und die gehen auf unsere Fahrzeuge. Jetzt nicht mehr? Gut reagiert, Freunde. Hat mich sehr positiv überrascht. Kommen da etwa neue Helixe? Oder vergrößert sich gleich die Map? Da oben sehe ich noch Wasserblitzen oben links. Bin gerade ein bisschen nervös. Aber nur ein bisschen. Rein hier. Er kämpft ja immer noch. Quick, ready yourself. Guarding the GLA underground. You change your mind often. Land must be preserved. Ausladen. Und raus. You have my services. Tell me your plan. Hier oben kommt nochmal Verstärkung, ich glaub's nicht. Und es ist Zeit, den finalen Klick zu wagen. Klick. Die Toxintraktoren gehören wieder uns. Die Karte hat sich wirklich vergrößert. Tunnelsystem. Oh. Da wollen wir jetzt durchbrechen mit unserer Armee, ja? Es ist so genial. Und 5 Beförderungspunkte erhalten. Marodeure. Tunnelsystem. GPS-Tarnangriff. Antragsbombe. Und Rebellenhinterhalt. Ja, immer her damit. Oh, ist eine geile Mission. Mega. Okay. Wo sind meine Marodeure? Die haben uns getrollt. Keine Marodeure für General Ricky. Jetzt bin ich ein bisschen am Schmollen. Okay, wir bauen jetzt hier ein Tunnelsystem hin. Und da müssen auf jeden Fall ein paar Vierlinge mit rein. So viel steht fest. Vierlinge und Skorpionpanzer. Das wäre sehr, sehr gut. Ein paar Stingerstellungen können wir natürlich auch noch bauen. Kohle haben wir. Rebellenhinterhalt. Ich habe gerade so ein ganz dummes Gefühl. Ich glaube nicht, dass wir da oben direkt rausschlüpfen können. Ich glaube, da müssen unsere Toxintraktoren reinfahren. Nee, wir können hier nicht raus rein. Gar nichts. Weder raus noch rein. Ja, okay. Dann weiß ich, was zu tun ist. Erstmal brauchen wir die Öli hier. Rein da. Die Hütten da nehmen wir natürlich ein. Förder dich gern mal. Ui, Mistress, 353 Stunden zugeschaut. Erster Platz. Norch Atze, zweiter Platz mit 302 Stunden. Und Schnucki Putzi mit dem dritten Platz, 297 Stunden. Ganz, ganz knapp hinter Norch Atze. Vierter Platz, Display mit 293 Stunden. Fünfter Platz, Trudi mit 277 Stunden. Vielen, vielen, vielen Dank. Do not hurt me. Fürs fleißige dabei sein. I'll puncture the next thing that moves. Antragsgranate, Rebellen, würde hier nicht viel bringen. Die Antragsgranate machen wir trotzdem gegen die zwei Flammenpanzer. Battlebus, Palast. Palast können wir hier noch nicht bauen. Komm. Biodünger! Abwurf! Oh! Das stinkt! Das Kacke mit drin! Jawohl!
Atme tief ein. Gut, die wehren wir ab. Hier habe ich doch auch noch was Leckeres produziert. Mal eine Stingy. Ihr kommt alle mal nach links rüber. Hier holen wir auch noch ein bisschen was raus. Okay, ich würde sagen, wir werden uns jetzt mal hier ein bisschen nach vorne mogeln. Vierlinge haben wir, Skorpione haben wir, Toxin-Traktoren haben wir und eine kleine Armee haben wir. Gut. Meine Toxinis nehmen jetzt hier erstmal die zwei Türme raus. Die putzen wir erstmal sauber, blitz und blank. Kopfgeld, Kopfgeld. Oh. Oh, die nehmen sie auch. Oh, oh, oh. Rückzug. Ich weiß nicht, ob wir verloren haben, wenn dieser eine Toxini noch drauf geht. Die haben die ja voll besetzt mit Raketenmänner. Keine Chance, kommen wir so nicht ran. Okay, wir brauchen Verstärkung. Wir nehmen jetzt erstmal die Helix hier oben raus und die Vierlingsgeschütze. Die Gatlings. Tarnt euch. Kuckuck. Hoch mit unseren Skorpionen. Stecht zu. Schwingt euren Stachel. Yes. Easy. Alle hoch hier. Gut. Die Hütte da nehmen wir natürlich ein. Kommen wir mit hoch. Ich feiere das extremst, dass die Mission noch nicht gewonnen war, sondern dass die Karte sich vergrößert hat. Schön. So diese kleinen Details, ne, die machen es wirklich aus. Sag ich immer wieder, immer, immer wieder. Brauchen wir erstmal einen Inji. Wir wissen nicht, was kommt, deswegen sind wir so ein bisschen großzügig. Bauen wir eine Abwehrstellung hin. Ach, guck mal, die haben ja noch einen Stützpunkt drin rechts. Ui, lasst uns den doch mal rausnehmen. Haben mich schon gewundert, es roch so streng. Nach China und GBA und USA. Da haben wir noch unseren Ersatz-Inji drin. Komm mal hoch. Was sollen wir denn mit unserem Schleichangriff machen? Ist da oben der Schleichangriff? Was sollen wir damit machen? Angriff. Bunker rausnehmen, jetzt schnell. Nein, keine Flammenpanzer mehr. Wenn hier einer Feuer spuckt, bin ich das. Vielen, vielen Dank für deine Likes, Sandra. Auf TikTok. Wieder ganz fleißig am Moderieren. Tipptopp, was du heute wieder machst. Ich danke dir von ganzem Herzen. Die Gebäude können wir einnehmen, die sind zivil. Oh. Das machen wir doch gerne. Ich schmiere gleich ein Brot, keine Sorge.
Geht gleich los. Quad-Gunnern. The tunnels will protect us. I will go. Hier holen wir uns gleich erstmal ein paar Ingenieure raus. Fresh out of the lab. Rein ins Tunnelsystem. Weiß noch nicht so richtig, was wir mit denen hier oben machen sollen. What do you want? Are there not better tools? Die Marodeur-Technologie ist gar nicht freigeschaltet, Barbara. Das ist der Punkt. Das ist eine Beta der Modifikation. Also Fehler und so weiter können hier definitiv auftreten. Wir können auch nicht in den Schleichangriff hier rein. Funktioniert nicht. Okay. So. Da sind unsere Ingis. Ah, jetzt nehmen wir erstmal USA ein. Mal gucken, ob dann was passiert. Mal sehen. Hier hinten ist eine kleine Armee von China. Ansonsten ist ja eigentlich alles sauber. Do not hurt me. Und theoretisch hätte ich gedacht, der Toxintraktor soll hier rein. Aber nee, irgendwie nicht. Kann ich nichts mitmachen. Hier haben wir auch Ingenieure. Raketenmänner, Blendgranaten. Wir brauchen jetzt nämlich die Ranger mit den Blendgranaten. Das ist schon echt gut durchdacht. Wir brauchen jetzt die Ranger mit den Blendgranaten, damit wir hier durchbrechen können. Und ich denke, wenn wir hier unseren Toxintraktor hinfahren, wird er abgeholt, dann ist GG. Also das wäre jetzt so meine Idee. Sehr, sehr cool. Boah, unsere Bauleiste. Wir haben alle drei Technologien. Technologien, Mensch. Warum sage ich immer Technology oder Technology? Technologien, Ricky. Wir haben alle drei Technologien. USA, China und GBA. Da haben wir unsere Ranger, Blendgranaten. Und los geht's. Auf den passen wir mal ein bisschen auf. Nicht, dass die Mission noch scheitert. Antragsgranate, prophylaktisch. Oh, hier hin. Gegen die Flammenpanzer. Mach mal eine Hausparty, los. Leer sind die Butzen und die Flammenpanzer sind ebenfalls dem Erdboden gleichgemacht. Vorsicht, die Wolken, es mockt. Jetzt können wir gleich rüber. Kopfgeld hätten wir nehmen können. Kuckuck. Ah ja, okay. Ranger? Seid ihr alle bereit? Nee, dann kommt mal hoch. Ich habe noch einen Special-Auftrag für euch. Blendgranaten? Rein damit. Let's get in there. Angriff. Don't want any trouble here. My own special brew. We'll lead the way. Battlemaster, ihr seid chancenlos, ergebt euch. Our will is strong.
I will do this. Jetzt ist die Frage, was wir machen sollen. Light tank of the GLA. Fast as I can. I will do this. I will do my best. Ich würde sagen, GG. Das war die Mission. Schön. Richtig schöne Mission gewesen. Oh, guck mal hier unten. Mal schauen, ob wir die noch abschließen können, wenn wir die drei Einheiten noch ausknipsen. Schade, dass wir das hier nicht so richtig verstanden haben. Vielleicht ist das auch noch ein bisschen buggy. Weiß ich leider im Moment nicht. Na, mal gucken, ob jetzt gleich ein GG kommt. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich würde sagen, die Mission haben wir erfolgreich abgeschlossen. Und... kein GG. Nee. Kein GG für uns. Was wollen wir mit denen machen? Sollen wir den in unseren Stützpunkt? Eigentlich 1 und 1, ne? Eigentlich würde ich sagen, der muss hier hin, aber es passiert nichts. Und wir können ja das Gebäude auch nicht einnehmen, diesen Schleichangriff. Wir können damit gar nichts machen. Oh. Was noch? Panzer, eine Verstärkung, okay. Aber jetzt ist alles sauber. Müssen die sich küssen vielleicht? Ich kann die gar nicht drehen. Gut, dann seitlich auf die Wange. So? Ich glaube, das ist noch ein bisschen verbuggt, das Ganze. Wir können auch nicht in unsere eigenen Tunnelsysteme hier rein. Wir können nicht mal in die normalen Tunnelsysteme rein. Das ist definitiv verbuggt, würde ich sagen. Okay. Dann würde ich sagen, Mission erfolgreich abgeschlossen. GG. Applaus. Ich freue mich auf die nächste Mission. Salut, Rekrut, General Ricky, tritt ab.